Guten Morgen. Was haben wir heute für ein öseliges Wetter? Regen peitscht gegen die Scheibe. Ich sitze an meinem Schreibtisch und über all dem Chaos von Blättern, Heften und Büchern, darauf liegt die aufgeschlagene Bibel. Und von oben fällt helles Licht aus meiner Schreibtischlampe auf Gottes Wort. Und ich lese im zweiten Petrusbrief: Ihr tut gut daran, das prophetische Wort Gottes zu achten. Das prophetische Wort, das zu uns ergangen ist durch die Propheten des Alten Bundes und zuletzt durch Jesus Christus, seinen Sohn. Das prophetische Wort, das festgehalten ist in den Büchern der Bibel. Ich bin dankbar für diese biblische Erinnerung an diesem öseligen Morgen. Und ich lese weiter. 2. Petrus 1, Vers 19. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ach ja, das wünsche ich mir so sehr, dass wieder der Morgenstern aufgeht in meinem Herzen. Der Morgenstern, der aufgegangen ist in Jesus Christus. Ich weiß, dass er lebt und dass er auch in mir lebt, auch an einem solchen trüben Tag. Und wo ich jetzt so darüber rede, spüre ich, in mir drin wird es heller. Und es fängt an, in mir zu klingen, zu singen und singend zu beten. Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse, Liebe Gemeinde, du herzlich Sohn, willkommen zur ich Licht. aus Abrichtstadt, soll König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen. Lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du leuchtend Kleinod, edler Stein, mir deiner Liebe Flamme, dass ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib an deinem auserwählten Leib, ein Zweig an deinem Stamme. Nach dir wallt mir mein Gemüte, ew'ge Güte, bis es findet dichtes Liebe mich entzündet. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, wenn du mich mit den Augen dein gar freundlich tust anblicken. Herr Jesu, du mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken. Nimm mich freundlich in dein Arme und erbarme dich in Gnaden. Auf dein Wort komm ich geladen. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz ist das A und O, der Anfang und das Ende.
Er wird mich doch zu seinem Preis aufnehmen in das Paradies, des klopf ich in die Hände. Amen, Amen, komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange, deiner wart ich mit Verlangen. Amen.